Hallo, mein Name ist Markus Paul. Ich habe ein Radioteleskop gebaut, das einfachste für den Bereich für die Messung der Sonne im Radiospektrum 10,7 bis 12,75 Gigahertz, also einem stinknormalen LNB oder LNC. Hab das Ganze professionell aufgebaut, also nicht professorisch, wie viele das machen, einfach deshalb, ja, dass ich das Gerät immer wieder verwenden kann. Und ja, bin jetzt gerade am Sonne messen. Ich erkläre mal gerade das Teleskop. Also ich habe einen Primär-Fokusspiegel, keine Offset-Antenne. Das heißt, der Empfänger sitzt mittig und nicht weiter unten wie auf den Hausdächern für die normalen, ja, wie die normalen Offset-Antennen. Die bekommt man im Internet relativ günstig her. Muss man halt ein bisschen suchen. Genau. Jetzt kann man ganz gut erkennen hier jetzt, der Schatten, um es einzustellen, ist von dem LNC mittig, wenn die Sonne eingestellt ist. Das heißt, es ist einfach einzustellen. Also die drei Stäbe. Und hier kann man es jetzt gut erkennen, dass der Schatten jetzt mittig sitzt, nicht wie bei den Offset-Antennen nachher eine Fummelerei ist, das einzustellen, genau. Gut, jetzt gehen wir mal hier auf die andere Seite. Ich habe die 1 Meter Schüssel auf einer deutschen Montierung angebracht. Muss natürlich ausbalanciert sein. Ist ein bisschen Problem natürlich, die Schüssel in der Deklinationsachse ins Gleichgewicht zu bringen. Das heißt, ich habe jetzt hier ja, an der Prismenklemme einen Winkel angebracht, kam dadurch aber nicht mehr durch die Eingangstür. Das heißt, ich habe eine Flügelmutter hier angebracht, dass ich das abmachen kann, dass ich durch die Wohnungstür komme und habe die Gegengewichtsstange mit den Gegengewichten jetzt da festgemacht. Wenn ich beide Achsen nun löse, ja, also die Deklinations- und Rektaszensionsachse, ja, ist die Schüssel in beiden Achsen, ja, austariert. Genau. Der Empfänger ist ein ganz normaler LMB, ein etwas besserer mit 0,3 Dezibel Rauschen. Kann man jetzt hier ganz gut erkennen. Der geht über ein Koaxkabel dann zu einem Sattfinder, zu den analogen Sattfindern. Den kann man jetzt hier erkennen. Das ist der hier. Der Sattfinder wird eingespeist über Strom über 12 Volt über eine Autobatterie. Die ist hier hinten, weil das normalerweise der Receiver machen würde, die Stromversorgung. So habe ich die jetzt hier extern. Von da aus, vom Sattfinder, geht es weiter. Innen drin zwei Kabel angelötet zu einem Multimeter mit USB-Anschluss. Die Sonne habe ich jetzt auch gerade drin. Also hier haben wir 195,1 Millivolt. Und von da aus über zwei Bananenstecker das Ganze dann über USB-Kabel zum PC, über das Programm vom Multimeter. Kann man jetzt hier ganz gut erkennen. Das ist jetzt die Live-Aufzeichnung jetzt gerade von der Sonne. Das Ganze habe ich so gemacht, dass die ganzen Verbraucher nicht auf Spannung kommen, in einem Koffer montiert. Das heißt, ich brauche die Stromquellen nur noch anschließen und habe keinen Zug auf dem Kabel, kann den Koffer schließen und wieder ins Auto packen. Der Laptop läuft über zwei Gel-Akkus mit einem Stromwandler auf 19 Volt. Und so kann ich nun die Sonne nachführen. Die Motoren laufen gerade, die Erddrehung, die Sonnenbewegung wird nachgeführt. Jetzt ist natürlich das Problem, dass die Radiowellen von der Sonne nicht sichtbar sind, habe ich die dann wirklich dann auch das Radiospektrum drin.
Das mache ich so, dass ich die Sonne schon mal so einstelle, wie gesagt, dass ich den Schatten mittig drauf habe. Kann dann eigentlich schon sehen, dass der Sattfinder mir ausschlägt. Mache die Feineinstellung in beide Achsen, dass der Sattfinder maximal ausschlägt. Und habe hier nun von einem Fotoapparat eine Halterung über eine kleine Prismenklemme zu einem Leuchtpunktsucher. Habe am Leuchtpunktsucher eine Badefolie, also eine Sonnenfinsternisfolie angebracht. Das heißt, die Sonne ist jetzt ja mittig drin. Kann jetzt durch die Sonnenfolie in die Sonne reinblicken. Und falls die Sonne mir rauswandern sollte, habe ich ja die Handsteuerbox hier in alle Richtungen. Nach oben, unten, links und rechts. Und kann die Sonne wieder mittig einstellen, falls sie mir rauswandert. Das heißt, ich kann nun mit dieser Ausrüstung, mit diesem Equipment die Sonne nachführen und messen und eventuell X- oder M-Flares, also Protuberanzen, Sonnenausbrüche auf der Sonne messen und kann dann die Grafik über das Multimeterprogramm als Textdatei abspeichern, umwandeln in OpenOffice Calculator in eine Grafik. Habe auf der X-Achse dann die Zeitachse und kann dann nachschauen im Internet über die NOAA-Sonde, die eine 24-Stunden-Live-Aufzeichnung macht, ob um die gleiche Zeit ein X- oder M-Flare wäre. Habe ich auf der X-Achse um die gleiche Zeit einen Peak erhalten auf meiner Grafik, kann ich davon ausgehen, dass ich einen Ausbruch gehört hätte oder jetzt als Grafik dargestellt, also aufgezeichnet habe. Tschüss.